guten Morgen. Ich bin jetzt mal rechts von Concrete Beach lang, beziehungsweise vom Hafen. Bin gelaufen und gelaufen und dann kam halt so ein größerer Hafen noch, also so ein Yachthafen. Ja, und jetzt bin ich hinter dem Yachthafen gelaufen und jetzt haben wir hier so einen richtig geilen Park, wo die ganzen Einheimischen jetzt hier ihre Freizeit anscheinend verbringen, auch direkt am Wasser. Den werde ich mir mal gleich ein bisschen angucken. Und dann wird weitergelaufen. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendwie ein anderer Strand kommt. Weil der Concrete Beach, der Betonstrand, ist ja jetzt nun nicht so das Allerbeste vom Westen. Hier ist irgendwie überall so Kindergeburtstage, so sieht es auf jeden Fall aus. Vielleicht sind es auch ganz normale Tage hier am Samstag. Ist nice hier. Da vorne ist schon wieder der Hafen. Da werde ich jetzt mal hingehen und dann mal rechts laufen. Mal gucken, ob ich da zu einem coolen Strand komme. Ich habe gerade einen netten Einheimischen gefragt. Der hat mir gesagt, hier ist ein Strand. Ja, und das ist hier wieder der Strand. Das ist ganz eigenartig. Jemand hat hier so einfach nur Beton. Das ist einfach wie im Schwimmbad irgendwie. Es ist nie irgendwie ein richtiger Strand. Naja, werden wir mal weiter. Also hier habe ich auf jeden Fall gemerkt, hier sind fast nur noch Einheimische unterwegs. Aber das ist ja nicht schlecht. Jetzt werde ich noch immer ein bisschen weiterlaufen. Ich freue mich schon, ich habe nämlich ein geiles Restaurant gefunden. Da gibt es eine Grillplatte für 18 Euro. Die werde ich mir nachher auf jeden Fall holen. Ja, aber erstmal muss man natürlich ein bisschen Kalorien verbrennen, bevor man wieder essen kann. Ich habe nämlich gerade gefrühstückt. Jetzt renne ich hier mal ein paar Stunden durch die Gegend. Und dann auf dem Rückweg hole ich mir meine Grillplatte. Boah, da freue ich mich schon drauf. Mit natürlich einem Pivo. Ja, die Strände sind hier, wie gesagt, alle ein bisschen komisch. Hier ist wieder so eine Treppe, die so ins Wasser geht. Also hier gibt es nirgends so einen richtigen Strand, außer da, wo diese Schotterstrände sind, aber das ist schon ein bisschen komisch. Jetzt bin ich hier mal um die Ecke rum, mal gucken, was hier ist. Hier ist einfach nur Felsen, das ist einfach nur felsige Landschaft. Naja, ist ja so von den Stränden überzeugt, jetzt wird nicht so krass, muss man sagen. Hier geht man hoch, hier sieht man einfach nur Felsen, wo Leute liegen auf den harten Stein. Na, mal gucken. Na, da hinten sieht es auch nicht krasser aus. Ach, guck mal, da ist ein kleiner Strand. Da ist ein kleiner, wie man ihn kennt, so ein konventioneller Strand. Da werde ich jetzt mal hinstiefeln. Irgendwie surreal hier. Hier ist eine Kanone da und sowas und das ist ganz komisch. Was soll das? Alter? So ein Steinquader hier mit so einem kleinen Leuchtturm. Hier hat man überall so eine kleine Eingänge. Das ist echt wie so eine Traumwelt irgendwie. Was ist das denn hier? Also was soll das? Hier so eine kleine Festung, hier einfach mal mit einem Bauzaun drin reingeworfen und dann da so ein kleiner Leuchtturm. Komisch. So, jetzt bin ich hier am Schotterstrand angekommen. Das ist ziemlich voll heute, natürlich ist Wochenende. Aber es ist wieder so ein Schotterstrand. Und der lädt irgendwie nicht gerade ein, sich hier hinzulegen. Ich gehe, glaube ich, nachher auf die Felsen da. Aber hier ist auf jeden Fall was los. Und hier sind zum größten Teil Einheimische am Start. Ja, wenn man die ganzen Autos hier sieht, hier ist auf jeden Fall definitiv was los. Was ist denn da hinten? Kann man da vielleicht was kaufen? Ach, ich gehe mal gucken. Auf jeden Fall interessant hier die Küste. Da grillen, glaube ich, welche. Da hinten auch, das ist ja schön, in den Felsen, die ganzen Treppen drin. Das ist schon geil irgendwie. Da ist irgendeine Insel. Das ist alles voller Kaktusfrüchte.
Ich glaube, ich esse gleich einfach mal eine. Die sind ziemlich weich. Die machen einen reifen Eindruck. Hier wird schön gegrillt, richtig knallender Fisch. Das ist lecker. Also mit der Kaktusfrucht war eine weniger gute Idee. Jetzt meine ganzen Finger voll mit Stacheln und meine Zunge auch. Also ist nicht so zu empfehlen. Da hat man vielleicht ein Messer dabei und sowas, aber mit der Hand die zu pflücken und versuchen aufzuquetschen, nicht so gute Idee. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr hier zu dem Strand kommt, bringt euch auf jeden Fall was zu trinken mit, weil hier gibt es überhaupt nichts. Ich habe es mehrere Leute gefragt, die meinten alle, ja, ich muss jetzt hier hoch in die Stadt. Ich laufe jetzt gerade den Hügel hoch und mal gucken, weil ich brauche irgendwas zu trinken. Es ist so heiß und hier ist wirklich nichts. Ah, jetzt stehe ich hier oben auf der Klippe über dem Parkplatz. Ah, hier ist auch wirklich nichts gesichert. Ey. Das ist wirklich. In Deutschland wäre hier wieder alle doppelt und dreimal mit dem Geländer, glaube ich, versehen und 10 Meter Abstand oder irgendwas. Da hinten ist dieser komische Strand, den der eine mir empfohlen hat. Ja, jetzt bin ich hier oben angekommen. Mal gucken. Muss ich mal sehen, ob es hier irgendwo mal einen Laden gibt. Wow. Also jetzt, Alter, ja, bin ich wirklich am Place to be. Davor war ich auf diesem Steg, da haben mich jetzt die Kinder, die da gesprungen sind, vertrieben, weil die sind immer fast über mich rübergelaufen. Der Steg war jetzt nicht so geil zum Chillen. Aber jetzt bin ich hier, guckt euch das mal an. Da oben ist der Weg, Alter. Ich bin einfach die Klippe hier runtergeklettert und jetzt hänge ich hier unten rum. Voll geil. Also richtig geil. Hier kommt kein Mensch hin. Und einfach zum Chillen angesagt. Jetzt penne ich hier, glaube ich, ein bisschen. Und bald gehe ich dann meine Mixed Grill Platte essen, die auf dem Weg natürlich zurückkommt. Ich habe ja schon 3 Pivos getrunken, um ehrlich zu sein. Und deswegen bin ich ziemlich auf einem chilligen Trip jetzt. Aber es ist wirklich Urlaubsfeeling hier, muss man sagen. Es macht richtig Spaß. Also der Tag heute war geil. Ich bin froh, dass ich in die andere Richtung gelaufen bin, nicht in diese Touristen-Area, sondern in die Gegend, wo die Einheimischen chillen. Weil ich sag euch immer, egal wo ihr hinfährt, da wo die Einheimischen sind, da ist es cool, weil die wohnen hier und die wissen, wo es lang geht. Ja. Auch wenn du essen gehen willst oder egal was, wenn du essen willst, guck, wo die Einheimischen essen gehen, da ist es geil. Nicht in diesen touristischen Scheißdingern, so wo es richtig teuer ist, aber dafür nicht mal gut ist. Ich gehe lieber dahin, wo die Einheimischen sind. Und das ist hier. Habt ihr ja gesehen, die haben da schön Fisch gegrillt und haben geangelt und alles Mögliche. Jetzt sind die Kids, wie gesagt, aufgetaucht. Die sind immer über mich rübergelaufen. Da dachte ich mir, okay, jetzt gehe ich mal woanders hin. Aber jetzt hier dieser Platz, den wollte ich mir eigentlich von Anfang an klären. Da waren aber vorhin ein paar Leute. Die haben auch den gleichen Gedanken gehabt wie ich. Jetzt sind sie zum Glück weg. Jetzt hänge ich hier unten auf der Klippe rum. Das Wasser direkt vor mir. Jackpot. Hier sieht man es nochmal aus meiner Perspektive. So, da oben, wie gesagt, geht der Weg lang. Hier unten klettern nicht viele runter, aber ist nice hier. Okay, jetzt auf dem Rückweg. Hab da gut lange rumgegammelt. Fast weggepennt. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Schön endlich zu diesem Laden, wo es für 18 Euro eine Mixed Grill Platte gibt. Die hau ich mir jetzt sowas so rein. Habe ich so einen Bock drauf. Ich meine, ich bin jetzt seit 10 Uhr unterwegs, jetzt ist 17 Uhr, bin 7 Stunden jetzt in der Hitze hier unterwegs, hab mich relaxed, was getrunken, weißt du, und die ganze Gegend hier erkundet. Jetzt habe ich mir meine Mixed Grill Platte wirklich verdient. Das erste Mal, dass ich jetzt hier ins Restaurant gehe,
wie gesagt, bis jetzt war es mir ein bisschen zu teuer, aber hier in dieser Area ist es ein bisschen günstiger, weil so eine Mixed Grill Platte kostet bei mir 36 oder sowas, da wo ich wohne. Also man muss schon wissen, wo man hingeht. Wie immer. Wie immer. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt drauf. Für 18 Euro kann man sich das jetzt mal gönnen bei dem Tag. Das erste Mal. Und ja, das werde ich natürlich auch weiter dokumentieren. Seid gespannt. Alter, was ist denn das für eine Yacht, ey? Das ist ja ein krasses Ding. Sieht aus wie so ein Schnellboot, bloß das ist ein XXL einfach. Ich meine, hier gibt es eine Menge geile Yachten, wenn man hier so guckt. Aber die ist schon echt so spezial, muss man sagen. Also die ist schon Porno, wenn man es mal auf Berlinerisch sagen will. Was ist das denn für ein Ding? Ja, wirklich schöner Panoramablick von hier. Da ist der Kirchturm, da ist das, wo ich wohne, da muss ich hin. Geil ist auch hier, dass sie hier so eine richtig schönen Sonnenliegen an Hafen stellen, ja. Bei uns bauen sie alle Bänke ab und hier haben sie sowas. Deutschland ist sowieso, es geht vor die Hunde, muss man sagen. Hier sieht man die ganze Hafenpromenade, da dran geht es einmal da rum. Da sind die ganzen fetten Kreuzfahrtschiffe und hier nochmal die Yachten. Also da sind echt fette Dinger dabei, muss man sagen. Aber da sieht diese silberne Yacht dazwischen, das sind auch so krasse Teile, ey, wirklich. So, jetzt habe ich hier meinen Mixed Grill endlich bekommen, mein Pivo, und jetzt lasse ich es mir schmecken. 18 Euro kostet, ist voll in Ordnung, finde ich. Und jetzt hau ich rein. Also, das Essen war auf jeden Fall nice, muss man sagen, hat gut geschmeckt. Daneben, wir waren ein paar Amerikaner, ein amerikanisches Paar, so, ja, die haben was richtig Geiles gegessen. Ich habe leider den Namen vergessen, das ist vom Kotzen, wirklich, Alter. Ich habe gefragt, was das ist, so. Und die meinten, ja, das ist hier das und das und willst du mal kosten? Ich so, ja, Mann, und dann habe ich es gekostet, es war so geil. Wirklich, das war so wie Pulled Pork, aber es war so, also es war Pulled Meat, sagen wir mal. Es war Rindfleisch und es war mit so einer richtig geilen Knoblauchsoße, wie Gulasch, sowas, Paprika, Knoblauchsoße. Oh, Alter, Hammer. Traditional Croatian, hat er gesagt. Also wenn ihr wisst, was das war, das hieß irgendwas mit P, glaube ich, habe es bloß vergessen. Wenn ihr wisst, was das war, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn überhaupt jemand zuguckt, sagen wir mal so. Und ja, es war auf jeden Fall mega lecker, mega lecker. Jetzt habe ich mich auch noch richtig cool mit denen unterhalten. Wir haben uns verabredet jetzt hier an dem Clock Tower hier, ist gleich ein Live-Musik. Ich gehe jetzt nochmal nach Hause kurz duschen, das Salzwasser abwaschen und so. Und dann treffe ich mich mit denen hier am Clock Tower. So, auf jeden Fall ist es hier nice und auf jeden Fall auch Amerikaner wieder super nett. Ja, mal gucken, was heute Abend noch so bringt. Alter, die Scheißdinger gibt es ja auch, Alter. Ja, diese Dinger, die ich in Prag gegessen habe, könnt ihr in einem Prag-Video sehen, Alter. Diese ekelhaften Teile, die gibt es ja auch, Alter. Bäh. Was ist denn das hier im Laden, Alter? Hier gibt es einfach Quietscheentchen. Guckt euch das an, Alter. Der ganze Laden voll mit Quietscheentchen. Was ist das denn, Alter? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich ein komisches Konzept. Hier ist das Game of Thrones Museum Split, Alter. Game of Thrones Museum. Pusanska, nein. Und das ist hier, wie groß das Haus ist. Das ist einfach so ein zweistöckiges Haus.